Das ist der Weltmeistermotor von Sebastian Vettel. Das ist der Renault-Motor im Heck von seinem RB6. Und ihr wisst das auch, jeder, der von euch vielleicht schon mal bei der Formel 1 war, so ein Motor muss vorgeheizt werden. Der kann nicht mal eben so wie hier zu Hause. Sebastian hat ja klare Prioritäten. Erst Berlin, erst Vorsicht. Fragen Sie den Sebastian vielleicht gleich, wenn er vorbeifährt, ob er die einlädt und ob er es vielleicht hier lädt, oder? Vor dem Brandenburger Tor? Ja, auf der Straße ist gut, das heilige Pflaster, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Aber ich denke, es wird schon gehen. Also, es ist ein bisschen frisch heute, ein bisschen kalt, aber deswegen sind wir hier und werden versuchen, euch ein bisschen einzuheizen. Stichwort Currywurst. Hast du direkt gesagt, hier bei der Anfahrt auch auf Berlin, du hast hier eine Currywurstbude schon mal kennengelernt. Das freut natürlich alle Berliner, Currywurst und Berlin, das passt zusammen. Du als Extremsportler, Formel 1, Currywurst, das taugt man dir gar nicht zu. Muss sein, ab und zu muss das sein. Also ich war, ich glaube, dieses Jahr, oder Ende letztes Jahr, das letzte Mal hier. Und soweit ich mich erinnern kann, also so gut kenne ich mich nicht aus, die Stadt ist ja auch viel zu groß, aber die Straße hier, hinter dem Brandenburger Tor, unter den Linden, da geht es dann da vorne links weg zur Friedrichstraße und unter der Bahn hat es eine gute... Ah ja. Hier auf der Fahrt zum ersten Mal in seinem Leben als Formel 1 Weltmeister hier vor dem Brandenburger Tor.